Willkommen bei CSR Automotive. Und zwar geht es heute um den John Cooper Works zweites Facelift F56 Dreitürer und um die Nina. Nina, ich grüße dich. Hi. Nina, ich würde sagen, schicker Wagen. Vielen Dank. Nina ist bei uns, weil sie möchte ein neues Bodykit. Richtig? Richtig. Was gefällt dir am wenigsten an deinem Auto? Was muss verändert werden? Kleiner Spoiler vielleicht noch, Seitenschweller, Heckdiffuser, Frontlippe. Du bist bei uns richtig, wir sind da absolute Profis drin. Das Plastik, hast du gesagt, das taugt dir auch nicht so ganz? Nee, also wäre natürlich schöner, wenn das alles lackiert wäre, Wagenfarbe. Wir schauen, was sich machen lässt. Vielleicht können wir auch einfach zu dem Plastik, was wir da haben, noch ein anderes Plastik drunter setzen, um das Ganze optisch ein bisschen in Einklang zu bringen. Ansonsten hätte ich gesagt, in dem Fall zuerst mal bei uns auf die Hebebühne scannen. Ja, und dann schauen wir mal, was draus wird. Ich weiß schon, du fährst ungern auf Hebebühnen. Wir machen das. Und wie das alles funktioniert nach dem Intro. Nina. Er steht auf der Bühne. Da sind wir wieder, genau. Also, ich hätte Folgendes vorgeschlagen. Du hast ja gemeint, einen Diffuser. Wir machen da unsere neuen Frästeile. Das heißt, es sind dreidimensional gefräste Bauteile, die hier sich so reinfügen, so reinstecken, wie man es jetzt von der DTM kennt. Ich denke mal, so ein Cooper kann natürlich ein bisschen wilder ausschauen. Darf er definitiv, ja. Hat ja auch über 200 PS. Dann Schweller, ähnlich. Was zum unten dran, zum raus, vielleicht breitentechnisch so ähnlich breit wie die, weil jetzt die nochmal zu überblenden, hat keinen Sinn, die sind ja sowieso schon breit draußen. Du bleibst ja wahrscheinlich mit deinen Füßen da eh schon hängen. Ja? Naja. Und machen wir was hier unten, gegenläufig und vom Design her dann eben in Verbindung mit dem dahinter. Dein Wunsch mit der Verbreiterung versuchen wir. Ich sag's gleich, es wird nicht bis zum nächsten Video fertig, sondern eher dann wahrscheinlich nach der Winterpause. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass wir das für dich vielleicht noch irgendwie hinkriegen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn wir da was oder wenn ihr da was basteln könntet. Gerne, schau mal. Auch hier versuchen wir wieder genau unter den Stoßfänger drunter zu kommen. Eine Variante. Für die Stoßstange haben wir bereits aus unserem normalen ABS-Tiefziehkunststoff in den vier verschiedenen Oberflächen. Aber für dich machen wir natürlich was Spezielles. Ich schaue mal, dass wir da auch ein bisschen aggressiver rauskommen, als wir es jetzt mit dem anderen Bauteil, das wir schon haben, angedacht haben. Ja, und dann hätte ich vorgeschlagen, vielleicht noch, wenn du dann Bock drauf hast, im Übrigen kannst du dir das dann so wie bei uns auch jeder andere, dass er selbst entscheiden, wenn er da war zum Scannen, ob er das dann letztendlich dran bauen will an seinem Auto oder nicht, das ist ganz klar. Und zwar hätten wir uns überlegt, vielleicht diese Seitenscheibenverkleidung in diesem Retro-Mustang-Style, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Das ist natürlich eine sehr große Scheibe, muss man mal schauen, wie das wirkt. Ja. Das werden wir auf jeden Fall auch mal konstruieren und ansonsten ein Flügel, um den Flügel noch mehr Flügel machen zu lassen. Schauen wir mal, dass du nicht abhebst. So, dann fangen wir mal an. Halt, das Ganze sprühen wir jetzt noch ein, keine Angst. Das geht alles wieder weg und zwar vollautomatisch. Du musst nichts machen, du musst nur ein bisschen warten. Wir müssen das machen, damit die Scheibe als eine Fläche und nicht als etwas Durchsichtiges vom Scanner erkannt wird. Ich vertraue euch da voll und ganz. Ja, wirst du müssen. So. So, Nina, und was machst du sonst so, außer wenn es sich um Autos bei dir handelt? Naja, ansonsten bin ich Erotikmodel. Davon werden mich vielleicht die ein oder anderen kennen. Wo bist du da zu erreichen? Hauptsächlich so unter meiner eigenen Homepage. Die wäre? Fans und die so wäre? Homepage? NinaDevil.live. NinaDevil.live. Also, wer mal Lust hat, die Nina
dort zu erleben, dann ist das möglich. Ansonsten kümmerst du dich jetzt oder willst du dich jetzt ein bisschen mehr um das Thema Autotuning kümmern? Ja, richtig. Hat mir persönlich ja privat schon immer gefallen und ja, von daher möchte ich da natürlich jetzt mehr Freizeit rein investieren. Okay. Und da mal gucken, wo das Ganze hinführt. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall lässt sich die Sache ja bekanntlich hervorragend kombinieren. Jeder, der schon mal auf der Motorshow war oder sonst was, ist ja eigentlich alles, was Rang und Namen hat, im Tuning sowie im Erotikbereich unterwegs. Unter dem Auto-Label bist du dann unter Boosted Devil zu erreichen, richtig? Genau, das ist quasi alles, was dann eher dieses Autothema betrifft, wird Boosted Devil werden. Da wird es halt dann mehr in den Autobereich gehen, dann auch in den Merch-Bereich und Klamotten und sowas meinst du dann? Ja, schon einiges noch geplant. Okay, da sind wir ja gespannt, das ist ja cool. Können wir ja vielleicht gut zusammenarbeiten. Tja, und dann, wenn die Teile fertig sind, Nina, dann kommst du ja zu uns nochmal und dann bauen wir das Ganze dran. So der Plan. Da bin ich ja mal gespannt, ob du uns da auch tatkräftig etwas unterstützen kannst. Kann ich gerne machen. Da probieren wir doch das mal aus, was du an Schrauberqualitäten hast. Aber unsere Sachen sind auch wirklich kinderleicht zu montieren. Ich muss sagen, da haben sich auch schon einige Damen dran probiert. Und das hat bislang immer jeder easy und gut hinbekommen. So, die Scheibe hinten haben wir soweit. Übrigens, Chayette, dein Insta-Dings haben wir sogar mitgescannt. So, hier versuchen wir uns mit der Seitenscheibenblende, so wie wir es, ja, wie du es vielleicht von deinem damaligen Mustang und so noch gewohnt bist. Und mal gucken, es ist eine riesengroße Seitenscheibe, aber vielleicht schaut es ja cool aus. Probieren es einfach mal aus. Brandon liebt seine Seitenscheibe auch, oder? Jo. Passt. So. Nina, sollen wir dich auch mal abscannen? Ja, so eine 3D-Figur wäre. Und dann für die, cool. Für die Fans von der Nina, ja, wenn sie bei CSR ein Bodykit bestellt haben, dann gibt es die Nina genau. In 20% mit dazu. So, das nenne ich doch mal Merchandising. Hast du eh gesagt, du willst Merchandising machen ein bisschen, oder? Ja. Also, wir wissen schon, was wir tun. Das nächste Mal müsstest du dir dann aber am besten was Weißes anziehen. Und das bitte ganz hauteng, damit ich dich entsprechend gut abscannen kann. Das sollte machbar sein. Ja, weil der Scanner mag das Schwarze nicht so gern. Du hast rote Haare, das ist auch perfekt für den Scanner. Die kriegt er auch ganz gut drauf. So. Na, aber Spaß beiseite. Also man kann wirklich Personen scannen damit. Das funktioniert sogar ganz gut. Okay. Wie sieht es dann eigentlich TÜV-mäßig aus? Also muss ich die Teile eintragen lassen oder? Die Frage ist berechtigt. Wir haben da unterschiedliche Sachen. Wir haben für den Heckflügel wirst eine ABE bekommen vom Kraftfahrtbundesamt. Da musst du gar nichts machen, das einfach nur mitnehmen. Mitführen und die Teile, die Heck und Seite am Fahrzeug sind, sind auch eintragungsfrei. Ganz vorne werden wir in deinem Fall, weil es ein bisschen ausladender sein soll als die Standard-Spoiler-Teile, denke ich, ein Teilegutachten machen. Teilegutachten nach 19.3, das heißt nur Anbau bestätigen, da fährst du TÜV Degra Küss und die schreiben dir da eine Anbaubestätigung raus, kostet, keine Ahnung, so ein Fuffi rum und ist stressfrei. Ne? Genau, cool. So, den Heckflügel haben wir soweit auch abgenommen. Dann würde ich sagen, schauen wir auch vielleicht auch nochmal zum Ulf, weil der Ulf hat mir gesagt, der hat schon die ersten Teile konstruiert. Schauen wir den mal über die Schulter. So, Nina, der Ulf hat schon was gemacht für dich. Also auf Basis von den Daten. Hier siehst du ja, ist die Hecklampe von dir abgescannt worden. Und das Schwarze drum ist das, was du dann bekommst von uns. So wie wir es ja schon angekündigt hatten, ne? Wir verlängern im Endeffekt den Originalspoiler. Ja. Und das Ganze gibt es dann in den verschiedenen Materialien, die wir zur Verfügung haben. So, du kannst dann auf jeden Fall hier das wählen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und ist ein ordentliches Stück länger. Ja, die Größe macht es manchmal, ne? So, also schau her. Wir hätten hier Carbon, glänzend. Das ist unser normales mattiertes Material. Ich würde behaupten, mit der Rillung, das passt ein bisschen weniger zu deinem Fahrzeug und dem Style. Ja, ja. Dann entweder ganz normal Schwarzglanz
was sicherlich, denke ich mal, eine gute Idee wäre. Oder vielleicht das Mattcarbon, das ist ganz neu von uns, finde ich auch ziemlich cool. Fände ich auch cool, kommt darauf an, ob wir dann die anderen Teile auch in dem Material nehmen, also dass sich das halt alles irgendwo widerspiegelt. Weil wenn ich nur ein Teil in dem Material habe, ja, dann, auch wieder. Dann denke ich mal, werden wir das ein bisschen anders machen müssen. Also wir werden ja bei dir versuchen, die gefrästen Bauteile von uns einzusetzen. Da sind die Materialien in etwa so, also so ein mattes Schwarz ist das. Was wiederum auch nicht verkehrt ist, weil du den Kontrast zu dem glänzenden Schwarz hast und ja sowieso schon so ein paar matte Passagen bei dir im Fahrzeug hast. Ne? Ja. Aber das theoretisch könntest du die Teile, die wir da haben, auch nochmal lackieren. Das geht natürlich auch. Aber ich würde sagen, das sind einfach Sachen, die wir uns dann, wenn sie fertig sind, wenn wir es mal angehalten haben, dann entscheiden. Ja. Wir haben es geschafft. Nina, bist schon gespannt, oder? Ich bin gespannt und freue mich, ja. Das will ich hoffen. Ulf hat ja schon ein bisschen was rausgelassen, du weißt, wo es hingeht. Und ich hätte einfach gesagt, wir rufen dich an, wenn die Teile da sind. Jo. Du kommst, wir bauen zusammen. Mit Nina zusammen und danach schauen wir uns natürlich das Auto an. Ich würde sagen, gute Heimreise und wir bleiben in Kontakt. Genau, machen wir. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Ciao.